Da sind wir. Guck mal. Toll. Es ist immer wieder total schön, hier reinzukommen, finde ich. So. Da haben wir ja in den letzten zwei Streams, haben wir ja verdammt nochmal viel druckelt schon wieder. Warte ganz kurz, da muss ich noch einpegeln hier. Ist auch echt Zeit für einen neuen Rechner langsam. Haben wir ja richtig viel geschafft. Muss man mal sagen, ne? Also dieses Ungetüm hier. Haben wir ja. Was, wie sieht das denn aus? Das sehe ich ja jetzt erst. Was zum Teufel ist da los? Warum drückt denn bitte das Gewächshaus so durch? Das finde ich jetzt nicht so gut, ne? Naja, dieses Ungetüm haben wir in den letzten beiden Streams gebaut. Es ist natürlich wichtig, dass die Tiere jetzt hier nicht alle wie so ein Riesenpulk an. Naja, wie sieht denn das aus? Ne? Die müssen ja auch ein bisschen sortiert werden. Die brauchen vielleicht auch nochmal ihre eigenen Räume oder sowas. Auf jeden Fall brauchen wir noch eine zweite Etage. Würde ich aber nicht sagen, dass wir das jetzt machen. Wir werden sie auf jeden Fall. Wir müssen sie ein bisschen sortieren. Sie brauchen alle einen Tracker, damit wir die gegebenenfalls von A nach B porten können. Falls die nämlich so wie jetzt hier gerade irgendwie wie ein Knäuel zusammenstehen. So, und jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir denn eigentlich heute? Jetzt erstmal mit unserem wundervollen Fahrstuhl hier hoch. Also, dieser Fahrstuhl, das an der Decke kannst du mit Lampen schön machen. Das ist eine gute Idee. Zwerge verhauen, ganz genau. Hier das Gewächshaus. Ich würde sagen, zum Reinkommen heute, zum Warmwerden. Hallo. Oh Gott, wir müssen eigentlich die Beete setzen, oder, Leute? Ich weiß nicht. Wäre es nicht sinnvoll, hier schon mal ein paar Beete zu setzen? Was ist hier eigentlich mit dem Ding? Er macht Honig, aber er gibt kein Wasser, oder was? Mal gucken, mit welchen Tieren wir zur Zwergenburg gehen möchten. Ich würde mich jetzt auch nicht wundern, ne, wenn ich jetzt da so eine Katze nehme. Hier so eine. Hier, du hast keinen. Warum hast du keinen Sattel? Oh Gott, irgendwie. Hier, du zum Beispiel. Genau. Genau das habe ich gemeint. Gut. Das funktioniert schon mal sehr gut. Jetzt hänge ich selber fest. Ja. Okay, Moment. Eine Katze. Naja, diese Katze hier. Hast die in der Zwergenburg durch die Tür. Also kommen wir mit der Katze da rein, ist die Frage. Ich glaube, wir haben alle Katzen vorne. Ich bin nicht ganz sicher. So, du brauchst einen Sattel. Sag mal, hatten wir nicht mehr? Das sieht zu wenig aus. Jetzt mal ohne Witz, das sieht wenig aus. Ich brauch mal kurz Tinker hier vorne. Setz mich mal auf sie rauf. Tinker? Tinker, Tinker, Tinker. Oh, dieses Geruckel, ne? Ist hier noch irgendwo eine Katze versteckt? Mach mal kurz ein bisschen Licht. Ja, da vorne. Eins. Nee, das sind die Smilodons. Und ein Smilodon ist vor der Wand auf der anderen Seite. Interessant. Da ist noch eine Thylacoleo. Das war die R-Thylacoleo. Also im Prinzip haben wir nur eine noch hier stehen. Die anderen sind die Smilodons. Und ich bin wirklich der Meinung, wir haben wir Katzen verloren. So, dann lass uns die mal durchnummerieren. Du bist Lobob. Du gehst ganz nach hinten. Mit dir können wir eh nichts anfangen. Das wäre eigentlich. Ich meine, das ist wirklich ein schönes Tier, ne? Aber mit Level 41 wäre es eher ein Köder, würde ich sagen. Und wir können die auch nicht verpaaren. So, dann haben wir hier eine 187er Männchen. Hier schon mal hin.
Dann haben wir hier ein 145er Weibchen. Weibchen kommen hier hin. Dann haben wir hier ein 195er Männchen. So. Hier haben wir ein 134er, habe ich nicht geguckt, Männchen. Alle so ein Wendekreis und so. Zack. Ich hänge fest. Das ist super. So, dann haben wir hier ein 186er Weibchen. Das ist ein 47er Mädchen. Das ist auch ein Lobob. Machen wir hier hin. Dann haben wir ein 194er Männchen. Jungs, bitte. So, und dann haben wir noch ein 176er Weibchen. Ohne Sattel. Zuchthengst. Oder? Zion? Name. Zuchthengst. So. Und dann brauchen wir noch ein entsprechendes Mädchen. Wir haben hier Level 189. Die hatte ich schon abgegradet. So, und jetzt müssen wir hier mal gucken. Hier sind noch 9 Level zu sehen. Das heißt, sie wird wahrscheinlich eher mit 195 das Weibchen werden dazu. Zuchthengst und wie nennen wir sie? Zuchtstute. Namenende. Zuchtstute. Hitching Post heißt das, ne? Muss ich, glaube ich, erst freischalten. Hitching Post. Habe ich schon. Kann man da mehrere Tiere ran basteln oder muss man für jedes Tier eins haben? So, Zuchthengst ist schon mal gehitcht. Gehen auch mehr, glaube ich. Okay, dann müsste das ja funktionieren mit den beiden. So. Unsere beiden, die für immer und ewig Nachkommen züchten werden. Da müssen die jetzt wohl durch. Hitchdinos, Zuchtstute. So, okay. Habe ich jetzt alle? So, wir gehen noch nicht los, ne? Ich will erstmal nur, dass hier alle parat sind. So. Weiß nicht, ob du schon gemerkt hast, aber der Bienenstock hatte doch die Beete bewässert. Hat er? Das möchte ich sehen. Wir hatten vorhin geguckt. Ich habe es nicht gesehen. Warte kurz. Lass uns das bitte prüfen, Gurke. Ich will wissen, ob das stimmt. Beete 600 von 600. In Klammern nicht bewässert. Was soll das? Was ist das für eine irreführende Anzeige? Was müssen wir jetzt noch beachten? Wir brauchen Tinker. Ich muss Tinker kurz holen. Falsch. Tinker. Wo ist Tinker? Ich bin blind. Hier. Tinker. Oh, Tinker hat... Oh mein Gott, was habe ich denn... Hallo, was ist das denn alles? Haben wir alles?
Er verteidigt hier, ich mach dazu. Zeus ist hier am Verteidigen. Haben wir jetzt alles, Leute? Ich weiß jetzt nicht genau. So. Also, wie gehen wir jetzt strategisch vor? Ich schlage vor, mit Tinker als Vorhut werden wir erstmal wieder reingehen und draußen alles clearen. Dann gucken wir, ob das Tor überhaupt auf ist. Wenn das auf ist, haben wir ja kein Problem. Dann versuche ich erstmal mit einer Lobob-Katze da reinzugehen, oder? Oder gehen wir gleich mit der größten Katze rein? Die sind ja. Wir gehen gleich mit der Nummer 1 rein, ne? Und alle anderen sind auf Follow. Mal gucken, ob das überhaupt funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Seid ihr ready? Burg im Eis. Wo müssen wir denn hin? Inselburg, ne? Warum sind hier nur zwei Katzen mitgekommen? Es ist noch alles offen. Die Hälfte war aus dem Dunstkreis. Cool. Also, Moment. Ich hole. Wer fehlt? Ach, Mann. Geh erstmal hier vorne mit Tinker rein. Gesagt, ich gehe mit Tinker rein. Warum kommen die jetzt alle mit? Alle auf Follow, verdammt nochmal. No. Himmel. Haben die ein bisschen Loot eigentlich? Nö. Hier ist nichts drin bei denen, ne? So, warte mal. Steht da schon eine Kanone? Das ist, nee, das ist diese Dekokanone, damit man den Hinweis bekommt, dass man hier eine hinbauen muss. Also so wie diese hier. Die beiden sind ja auch Deko. Kannst du die Kisten abbauen? Ja, kann ich. Kann ich abbauen, aber das wird jetzt zu schwer. Aber wir hatten noch, das machen wir zum Schluss, okay? Ich muss erstmal die anderen jetzt noch holen, fix. So, warum seid ihr jetzt nicht alle mitgekommen? Das raff ich gerade nicht. So. Nee, halt, ich kann auch drauf sitzen bleiben. Okay. Inselburg. Alle im Dunstkreis? Neun Stück. Zwei sind zu Hause geblieben. Macht sieben. Nummer 1 ist hier. So. Okay, das wird jetzt schon wieder ein Problem. Dass die nicht raffen, wo sie hin müssen. Moment. Hey. Hallo? Bitte, bitte, seid nicht so dusselig jetzt. Hallo? Oh mein Gott. Ja, sehr gut. Ja, toll, toll, toll. Du?
Auch hierhin? Ja, sehr gut. Hallo. Diese Eingänge sind viel zu klein für die. So, jetzt. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, die alle auf Follow zu nehmen, wenn ich ehrlich bin. Ein Ziel angreifen wäre besser. Ich vermute, dass es da drin eh viel zu eng sein wird. So einfach macht Nekatus es dir nicht. Hallo? Hallo? So. Soll ich dir vielleicht lieber entfolgen? Soll ich vielleicht nur mit der größten Katze reingehen? Das reicht doch bestimmt. Ich mach mal so. Das ist ein bisschen anstrengend hier gerade. Ja. Natürlich keine Fackel mit, ne? Ich komme nicht rein. Ich komme nicht rein. Ich darf da nicht alleine rein, ne? Ich musste alleine rein, so rum. Oh mein Gott, es ist nicht dafür gedacht, dass man mit Tieren reingeht, richtig? Scheiße. Och nö, ich muss da wirklich alleine rein, Leute. Da habe ich aber definitiv die falsche Rüstung, ne? Also, wir brauchen schon eine richtig krasse Rüstung. Oder meint ihr vielleicht, wenn ich jetzt hier Nummer 1 reinporte, dass ich dann hier durchlaufen kann? Aber da haben wir jedes Mal das Problem mit dem Durchgang, ne? Oh Mann, ich möchte so gerne wissen, was da ist. Okay, warte. Ah, shit. Okay, Bei mir passiert ja nicht viel. Wenn ich reingehe, sterbe, ich kann meinen Loot jederzeit holen. Ne? Das ist alles kein Problem. Es war alles kaputt, aber jetzt nicht so dramatisch. So, lass mal gucken. Lass mal gucken, ob wir rüstungstechnisch nicht noch bessere Sachen machen können. Haben wir zu Hause bessere Rüstung? Soll ich erstmal nur reingehen dort? Ich habe ja einen krassen Speer, ne? Aber wenn die mich einmal treffen, bin ich im Arsch. Kann man die vielleicht... Ich nehme mal die erste Katze. Ich versuche mal, die auf Follow zu nehmen, ja? Ich versuche mal, die auf Follow zu nehmen. Und vielleicht passt sie dann durch. Hier lang. Jetzt, come on. Jetzt sei doch nicht so doof. Hier. Hier. Ja, fein. Ne, keine Chance. Die kommt nicht mal so durch. Okay, das ist also absichtlich so. Okay, toll. Gut. Nennt mir mal ein paar Alternativen, mit welchen Tieren wir da reingehen könnten. Also Katze ist zu groß. Ich hole mal kurz den Wolf.
Soll ich die Katzen erstmal wieder mitnehmen? Rückzug. Alle Rückzug. So, Moment. Wir checken das mal, ob wir damit reinkommen. Inselburg. So, mal gucken. Wahrscheinlich sind die jetzt wieder nachgespawnt, deswegen gehe ich erstmal mit Tinker rein. Dann holen wir den Wolf. Eventuell gehen ja Terrorbirds. Reitbar und gut zu Terror. Mit denen habe ich auch noch nie was gemacht. So, dann hole ich mir mal den Wolf. Aber ich glaube, der ist im Prinzip genauso groß wie die anderen. Ich glaube, da haben wir das gleiche Problem. Mal gucken. Obwohl, der ist schon ein bisschen kleiner, ne? Mal sehen. Okay. Wölfe, Leute. Okay, dann ab nach Hause. Der ist zu klein, den brauchen wir jetzt nicht mitnehmen. Hallo? Okay, dann haben wir einen Plan. Aber ich bringe die jetzt mal... Komisch, jetzt steht wieder nur eine Kanone da. Ne, hier steht nur eine Kanone. Unten stehen zwei. So, ich bringe die jetzt kurz nach Hause und dann werde ich einmal alleine dort reingehen und gucken, was auf uns wartet. Ich werde wahrscheinlich sterben, aber das ist nicht das Drama, okay? Wir werden das einmal testen jetzt gleich. Ich bin einfach... Hier sind zwei. Guck, hier sind zwei Kanonen und oben ist eine Kanone. Okay, es hat gut funktioniert. Was war das für ein Level? 60er, ja gut. Der macht noch nicht so böse Aua, ne? So, jetzt lass uns mal... Guck mal, hier ist ein 400... Oh Gott. Oh nein, das ist ein 405er. Das schaffe ich nicht. Oh, eine rote Truhe. Lederhut, Pistole. Dunkel. Oh no. Ich brauche eine Fackel. Was ist denn das für eine... Ich sehe nichts. Komm, rein da. Ich werde eh sterben, das wissen wir schon. Aber dann wissen wir wenigstens, worauf wir uns einlassen. Warte, eine Sache noch. Wie viele Dwarven-Warrior haben wir hier? Guck mal. Es sind nicht so viele. Ein paar davon kriege ich wahrscheinlich auch weg. Aber die 400er machen mir Sorgen.
Da brauche ich dann doch irgendwie was Besseres. Bessere Waffen. Ho! Das hat wehgetan. Oh mein Gott. Die haben doch Loot in sich drin. Kann das sein, dass Tinker den ganzen Kram in sich hat? Wo kam ich jetzt her? Ich sehe nichts. Herrje, das ist ja wie bei 7 Days to Die hier gerade. Oh mein Gott. Ja gut, also. Wo muss ich hin? Ich weiß gar nicht. Ich habe auf der Insel sogar ein Bettchen, dann gehen wir doch da einfach hin. Der nächste Brandpfeil macht hier Licht.